So auf Front rumhüpfen. Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass es dir so schlecht geht. Scheiße, wa? Hallo und herzlich willkommen. Zurück zu einer neuen Folge von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Diesmal wieder mit Rieke aus Berlin. Und wir sind in dem Level, in dem wir irgendwas rumzaubern müssen. In dem Ron verliebt ist, ihn ja. Entlieben müssen. Voller Liebe. Oh mein Gott. Du musst jetzt Klavier spielen. Ja, voll cool. Harry ist voll begabt, der kann sogar Klavier spielen. Er zerstört das Klavier jetzt wieder. Nein. Oh, man braucht die zweite Klavierhälfte. Musikhälfte. Ja. Nein, das ist eine Gießkanne. Also jetzt muss ich erstmal gießen, du. Das ist jetzt ganz wichtig. Oh, Gespensterbrille. Kaka. Nein, hier. Also ich muss jetzt hier erstmal einen Tisch decken. Sagen wir doch gar nicht erst. Oh, das ist die Sektflasche, die dann später ganz wichtig ist. Du weißt schon, warum. Hihihi, Spoiler. Ha, hihihi. Ja, da ist es doch. Oh, du bist da gerade dran vorbeigelaufen. Oh. Da, wo es so glitzert, an der Seite. Da musst du zaubern. Genau. Mit K. Genau. Zauberisches Ich. Oh Gott. Das ist von Dings, ne? Von Lockhart. Von Loggart. Der schafft es ganz locker, der Loggart. Jetzt kann ich aber Klavier spielen. Bam. Passt voll dazu. Oh mein Gott, so gut kann ich spielen, dass sie jetzt anfangen dazu abzudancen. Haha, vor den Augen weggeschnappt. Ich laufe die ganze Zeit gegen den Tisch. Ich sammle mal die Münzen. Weil du ja hier sonst zunächst gut bist. Doch. Oder doch. Oben. Dreh mal an dem anderen. Ich kann nicht, du bist die Weg. Wow. Da muss ich jetzt einen Wasserzauber anwenden. Da ist doch schon das Ding. Ja, aber du kannst trotzdem das Feuer löschen, das ist aus. Ich mach Ron kaputt. Oh, nett. Den können wir denn jetzt machen? Der Trank ist fertig. Voll schön, wie der so rosa ist. Warum trinke ich den selbst, bitte? Oh, ich trinke erstmal. Kann ja nie genug haben. Alter, wie Ron ausrastet. Geil, so voll notgeil. Tü, nichts passiert. Zum Glück ist er wieder normal. Kommt vor dem Sekt nicht erst das Halsband? Ja, schon. Aber das war gar nicht. Und jetzt stirbt Ron. Ja, endlich. Bitsoir! Ja, ich bitsoir! Was? Bonsoir! Was? Hier. Oh, das muss man jetzt aufzaubern. Komm, wir machen ganz langsam, sodass Ron währenddessen stirbt. Ja, oh, erstmal Zeit lassen. Wir räumen jetzt hier erstmal wieder auf. Der hat hier voll die Unordnung gemacht, Mensch. Wo ist Ron überhaupt? Da ist er. Erstmal drauf rumhüpfen. Oh, da unten liegt der so tot. So auf Ron rumhüpfen. Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass es dir so schlecht geht. Scheiße, wa? So kann's kommen, du echt bitter manchmal. Oh, hat jemand von uns ein Tier? Nur Ron und Ron ist tot. Hey, ich hab doch eine Eule. Nein, du bist Harry. Ja, und der hat Hedwig. Nein, der hat nur die grüne Extra-Funktion bei ihm ist ein Tarnumhang. Oh Gott. Oh, weißt du, was meine Extra-Funktion ist? Guck mal. Voll toll, voll nützlich. Ui, voll nützlich. Kann ich damit auch graben? Das wäre ja mal ultra OP. Du schmeißt mich die ganze Zeit nur um, Mann. Das reicht. Oh, hi Ron, wie geht's dir so? Ich hüpfe voll auf dir rum. Okay, ich hüpfe mal darüber. Oh mein Gott, ich muss diese Funktion ausschalten, das ist ja schrecklich. Du musst einen Schlüssel haben. Aber er hat doch den Schlüssel, wie ich hier die ganze Zeit so durch die Gegend leuchte. Ich muss da hoch. Ron, ich will auf die Bombe hüpfen. Oh, ich hab den Kronleuchter irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht, glaube ich gerade. Oh, ein Schlüssel! Ich sehe irgendwie gerade nichts und Harry stöhnt mir gerade die Ohren voll. Nicht witzig. Okay, Entschuldigung, warte. Das wär sie. Voll die nette Zunge. Stopft ihm so im Auge rein. Miley Cyrus. And we can start. Yay, ihm geht's gut.
Ihm geht's doch nicht gut. Er wusste natürlich nicht, wem er die Karte die Sektflasche schenken will. Nein, das wusste er nicht. Und auch so voll unauffällig, dass er Dudley dann so... Hat nicht geklappt. Nee, es ist Malfoy hier. Oh, was hab ich gesagt? Dudley. Oh. So nur Dudleys Kumpel. Oh, da ist der Vogel. Oh, da geht's ab in dem Verschwindekabinett, du. Oh, die lachen da alle voll evil gerade. Halbblutprinz. Oh, wir laufen nur so zufällig 3 Meter hinter. Malfoy hat uns gar nicht gesehen. Oh, jetzt geht er rein. Oh, ich aber Malfoy, der geht doch normalerweise in die Mädchentoilette, oder nicht? Aber ich habe Malfoy geliebt an dieser Stelle. Ich habe ihn nicht geliebt. Oh, jetzt kommt so voll die dramatische Musik hier gerade. Oh, jetzt battle ich mich mit ihm. Voll sinnvoll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, Nummer 2. Ey, wie wär's mal? Ich stehe nur so neben dran und guck zu. Ja, ist schön, was ihr da macht. Du kannst auch mal helfen. Sammel mal ein bisschen hier Geld ein. Wir müssen Geld sammeln. Deine Musik passt gerade so gar nicht dazu. Will ich nur mal so angemerkt haben. Rieke! Oh nein, er hat mir ein Leben abgezogen. Oh mein Gott, Nummer 1. Okay. Nein, lass mich. Geh weg. Versteck dich in irgendeiner Toilette. Ja, genau so. Du Schisser. Der muss jetzt erstmal auf Klo. Entschuldigung, können wir das vielleicht ein bisschen pausieren lassen? Sein Magen fühlt sich so aufgebläht an. Der braucht jetzt erstmal Activia. Oh, da unten ist nur schwarze Magie. Schon wieder. Ich mag das nicht. Ich finde es blöd, dass man hier so viele Sachen nicht machen kann. Vor allem, weil es einfach keine schwarzen Magie in Hogwarts gibt. Gell. Mal abgesehen von Dudley, Dudley, sag ich schon wieder, Malfoy, der irgendwie so ein halber Todesser ist, aber dann doch nicht überbewertet. So komm schon, schneller. Und Blaze. Blaze ist kein dunkler Zauberer. Der ist nur ein Slytherin. Ja. Was machen wir jetzt überhaupt gerade? Oh. Wir überschwemmen das Klo. Jetzt hast du es geschafft, ey. Ich stelle mich jetzt runter und dusche erstmal. Jetzt erstmal eine Dusche. Mit Head and Shoulders fühle ich mich so gut. Was mache ich hier oben überhaupt? Ich bin gerade irgendwie. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Oh, du musst es hochzaubern, wetten wir? Wie auch immer es gehen soll. So. Ha! Ich krieg's hier voll gebacken. Um die gruselige Musik hier zu unterstützen, singen wir jetzt dieses voll gruselige Lied. Alle, also die, ha, Boah, du kannst das auch? Ja klar, ich kann sogar den Tanzmann. Voll, ja, ich auch, aber den kann ja jeder. Lege ich da jetzt ernsthaft TNT in die Toilette rein? Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Huh. Mann, öffne mir die Tür. Jetzt kannst du endlich mal deinen Explosionszauber benutzen, kriegst du es nicht gebacken. Profi am Werk. So, erstmal runterspülen die Explosion. Und natürlich bleibt Ron daneben stehen. Damit es auch schön praktisch ist. Oh, so geht Explosion also. Und jetzt kommt. Hi, Dudley. Ich sag schon wieder Dudley. Malfoy. Mann. Mhm, der berühmte Harry Potter kommt also nach Hogwarts. Oh nein. Oh, jetzt kannst du dich mal mit ihm duellieren. Mal sehen, ob du es hinkriegst. Nein, ich krieg's natürlich nicht hin. Du kennst mich doch. Oh. Jetzt musst du den Zauber ändern. Aha. Nein, du hast gerade den falschen Zauber. Du musst den roten Zauber nehmen. Oh, ach so. Jetzt musst du den blauen Zauber nehmen. Du hast gerade ein Leben verloren. Jetzt. Genau. Jetzt ganz auf zwei J drücken. J. Falsch. Bin voll gut im Duellieren. Profi, wenn wir noch einen nehmen. Nochmal. Jetzt. Nein, ein anderer Zauber. Du bist tot. Okay, ich probiere das mal. Bin voll gut im Duellieren. Du duellierst dich gerade immer noch mit ihm. Geh da mal raus. So, ich probiere das jetzt mal. Ich kann nicht mit dem zaubern, der will mit dir duellieren, oder was? Oh, scheiße, dann sterbe ich aber. Tja, sorry. Was muss ich jetzt zaubern? K. Und jetzt musst du J, das ist die linke Taste drücken, genau. Ganz, und jetzt ganz auf die linke Taste wieder. H. H, ganz oft. Du schaffst es! Ich glaube, der war hier mal durch die Gegend. Tü, ich back mir einen Kakao. Oh, ja genau. Du weißt aber, wie das geht. Und jetzt wieder die Taste. Genau, und jetzt ganz auf die Taste. Du hast das Prinzip schon hingekriegt. Das ist auch voll kompliziert. Oh, es ist voll spannend bei euch, weil ihr beide gerade so ein Leben verliert.
Wow, Gorike. Oder Harry, je nachdem. Wow, wow, das war knapp. Das war jetzt, aber du... Er hat nur noch ein Leben. Nein, du hast die falsche Taste. Was, scheiße, oh. Er hat beide nur noch ein Leben. Oh nein, was muss ich denn sagen? Profi am Werk, würde ich mal sagen. Oh nein. Ich hab voll Angst. Okay, du schaffst es. K drücken, Zauber ändern. Oh, schon mal drücken. Okay, neuer Versuch. Und jetzt weiter hart drücken, genau. Go Harry, go Harry, go Harry, Harry, Harry. Go Harry, go Harry. Ich komme nicht mit diesem... J, ne, die mittlere, genau. Go Harry, go Harry. Jetzt zweimal ändern, schnell. Wow, geschafft, H. Du kriegst es hin. Ich vertraue auf dich. Wow, richtig gut. Wow, was geht jetzt? Also, ha, und jetzt stimmt Ron. Jetzt greife ich auch noch Harry, Ron an. Ich bin gerade im Flow. Hat er gerade seine Hand geleckt und ich höre sie. Die ganze Hand da blöcken so. Nein, oder wie sieht Sektor aus? Den Zauber kenne ich doch. Oh, wie gut. Wie witzig ist das? Oh, jetzt kommt die Szene mit Ginny. Oh, knutschen sie? Ich glaube schon. Also im Film knutschen sie. Wo steckt das jetzt? Jetzt gehen wir zum Raum der Wünsche. Wie lange dauert das Levy noch? Wie lange dauert das noch? Wahrscheinlich noch so 5 bis 10 Minuten, schätze ich mal. Okay, weil danach müssen wir essen. Wir müssen essen. Unsere Zeitplanung war so ein bisschen suboptimal. So, ey, eigentlich Essenszeit. Spielen wir Lego Harry Potter. Yay. Ich bin Ginny. Oh, wenn Ginny ich eine Person nicht leiden kann in Harry Potter. Oh mein Gott, stimmt. Die knutschen ja jetzt. Voll vergessen. Wow, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Ich lauf die ganze Zeit nur rum und sammle die Münzen ein, die du uns verdienst. Oh, ich hasse dieses Skelett. Sowas von gemein. Eben noch so voll schön zusammengebaut und jetzt. Du machst es schon wieder kaputt. Das finde ich jetzt echt unnötig von dir. Du kannst manchmal so asozial sein. Rude and disrespect. Genau. Oh, guck mal, da steht der Ork drum. Nee, der Troll. Ork, Troll. Oh, Ork. Ups, bisschen falscher Film. Wir müssen Nazi Sauron und müssen den Ring ins Feuer werfen. Ich muss hier mal eine Treppe malen. Hör mal kurz auf rumzulaufen. Sonst kann ich das nicht machen. So. Genau, was ich mir gewünscht habe. Wird das jetzt auch wieder so eine coole Rolltreppe? Nein. Oh, was will ich denn mit so einer Treppe? Die ist ja voll hässlich. Ich komme, wie ich einfach nur so neben dran stehe. Oh, ich komme irgendwie nicht hoch. Kannst du da hoch? Ich bin irgendwie. Ach, jetzt. Ich bin zu dumm, diese Treppe hochzulaufen irgendwie. Hier steht nur so nebendran. Ich hab nichts zu tun. Wenn du knutschen willst, sag Bescheid. Oh, wie süß. Guck mal, weil jetzt der 6. Teil ist, habe ich so einen. Oh, wie heißen die denn? Knuddelmuff. Knuddelmuff? Ernsthaft? Ja. Knuddelmuff ist ja mega von Pummeluft geklaut. Knuddelmuff. Oh, guck mal. Die heißen nicht Knuddelmuff. Doch, die heißen Knuddelmuff. Ganz sicher? Ja. Schreibt's in die Kommis. Knuddelmuff. Die heißen nicht Knuddelmuff. Doch, Knuddelmuff, der Ork lebt. Lebt gar nicht. Der hat immer einen Rock an, aber sonst ist da dran nichts umgekehrt. Harry steht immer noch so am Rand rum, okay. Ich und schaut was. An die Wand so, oh. Nee, mein Geist. Keiner mag mich. Nicht mal Ginny. Explosionszauber. Oh, guck mal. Statue zerstört. Ah, das geht nicht, weil er da am Ende wahrscheinlich das Medi. Spoiler, Spoiler. Rowena Ravenclaw ist hier. Oh. Du bist ein Weasley, los. Stimmt, ich bin ein Weasley, ganz vergessen. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm, ne? Oh. Voll gut. Jetzt, was machst du mal? Oh ja, toll. Tja, bei mir kommt das raus, was halt wichtig ist. Toll gemacht. Ich kann nicht mehr machen, Jonas. Ja, sorry. Jetzt? Das war's irgendwie. Damit kann man anscheinend nichts machen. Voll gut, dass wir so mitten im Raum der Wünsche so erstmal so einen kleinen Garten anpflanzen. Der passt da super hin, genau so. Dunkler Zauber, dunkler Zauber. Mal ganz was Neues. Wie meine Haare voll wehen so.
Obwohl voll windig hier Wind drin ist. Willst du nochmal probieren? Ja. Glück, Dream. So. Hui. Explosion. Ja, auf Harry drauf. Ja. Ups. Was ist das? Keine Ahnung, probier's aus. Oh. Oh. Oh, du zauberst. Ich dachte schon, ich wäre was Besonderes. Nein, bist du nicht. Oh. Blaue Münzen! Ja, blaue Münzen. So gar nicht irgendwie gezeigt, so ja, übrigens, da sind blaue Münzen. Alter! Der Bass hat mal wieder Aggressionen. Alter, wie die Instrumente ausrasten. Ausrastende Instrumente. Okay, du hast die gefunden. Hier ist noch irgendwas gewesen. Da hinten ist eine blaue Münze! Eins von drei! Oh nein, wir haben irgendwas übersehen am Anfang anscheinend. Ich wette, es war der Kronleuchter. Ich komme irgendwie gerade nicht mehr zurecht. Hier? Nein, es ist nicht der Kronleuchter. Das ist so, das sind so kleine Mini-Puppenspiele. Oh, guck mal, der trägt das Slytherin-Ding. Bestimmt kann er uns das irgendwie geben. Oh, kannst du ihm zuwinken oder sowas? Hey. Oder ihm irgendwas geben, was er will? Her damit. Einfach mal auf ihn angreifen. So. Gib mir her. Das ist die Assi-Version. Hey Jonas, wir können heute Abend Fuck You Goethe gucken. Hast du den noch nicht gesehen? Doch, aber er ist witzig. Spoiler-Alarm. Fuck You Goethe ist witzig. Ja, guckt alle Fuck You Goethe. Also ich meine, der ist ja eh schon vor lang her. Oh, vor gestern, vor süß, vor Smokey Eyes und so. Wo bist du? Hier oben. Oh ja, Ginny, jetzt hau doch nicht. Was gibt's denn alles so für lustige Szenen in Fuck You Goethe? Ah ja, genau. Alles. Ja, ich dachte, die verlegen da nur so Rohre. Oh, da oben muss man irgendwas dranhängen anscheinend. Ich will da rein. Ja, dafür musst du erstmal die zweite Hälfte vom Vorhang wegzaubern. Da ist das Verschwindekabinett, das sehe ich. Der Schrank, mein kleiner Schrank. Ah. Dein kleiner Schrank ist ein Verschwindekabinett. Wenn man da einmal was reinlegt, kommt nie wieder irgendwas raus. Guck mal, ich glaube, ich schätze mal, dass man das da dranhängen muss. Aber du bist ja so ungeduldig. Und kannst ja, nicht du bist so, ich glaube, alles mal so intelligent rum und ich bin so, ich will rein. Ich bin halt, Rieke, jetzt Kick im Arsch und Disziplin. Oha, warum sind da denn... Warum gehen wir da überhaupt rein? Oh, 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 Achtung! Seit wann hat die denn, Dings? Wimpern? Nein, Wimpern hat ja jeder, aber seit wann hat die Sommersprossen? Seit über. Echt? Ginny hat Sommersprossen? Ja klar, alle Weezys haben Sommersprossen. Oh, stimmt. Oh, Achtung! Wie es jetzt so aussieht. Das sah voll unspektakulär aus. Und Harry sieht nur so aus. Der ist so voll bereit für die Party und verpasst sie. Okay, ja, reicht. Passt super. U, Enter. Boah, wir haben 735.000 Geld gemacht. Und goldene Steine gesammelt. Und jetzt müssen wir die Geschichte fortsetzen. Er hat doch die Erinnerung immer noch nicht. Lavender Brown flirtet ihn an. Wie das im Lego Harry Potter immer schon so voll offensichtlich ist, wer eine Beziehung eingeht wird und wer nicht. Suspicious. Ah, jetzt trinkt er Felix Felicis. Wow. Aber jetzt gehen wir essen, oder? Genau. Ich rede die ganze Zeit über Essen. Ja, also Felix Felicis seht ihr beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Lego Harry Potter. Und ich würde sagen, bis dahin, chill mit Öl. Und jetzt gibt's erstmal Pizza. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss a girl.